Es schien nicht mehr möglich, weiterzuleben, mit diesen unauslöschlichen Bildern vor Augen. Es schien nicht mehr möglich, je wieder hinauszugehen in die Stadt, in die Straßen und hinauf in mein Zimmer. Lange trug ich die Schuld, dass ich nicht zu denen gehörte, die die Nummer der Entwertung ins Fleisch eingebrannt bekommen hatten, dass ich entwichen und zum Zuschauer verurteilt worden war. Ich war aufgewachsen, um vernichtet zu werden. Doch ich war der Vernichtung entgangen. Zugegeben, ich bin gerade erst dabei, Peter Weiß für mich zu entdecken, aber ich bin schon jetzt überwältigt und daher ist es mir nicht nur eine Freude, sondern fast ein Bedürfnis, ein Pflichtgefühl, euch heute dieses Buch in die Kamera zu halten und zu besprechen. 1960/61 hat Peter Weiß Fluchtpunkt geschrieben, also im selben Jahr wie Abschied von den Eltern, beziehungsweise unmittelbar danach. Daran sieht man, das eine geht ineinander über. Da, wo Peter Weiß in Abschied von den Eltern aufhört, da setzt er hier im Fluchtpunkt wieder an. Trotzdem ist es so wie bei Krimiserien auch, man kann die Teile auch unabhängig voneinander lesen, das ist kein Problem. Falls euch die Vorgeschichte trotzdem interessiert, dann schaut euch das Skandinavien-Reisevideo an, da habe ich Abschied von den Eltern relativ ausführlich besprochen, irgendwie im ersten Drittel, glaube ich. Wo setzt die Handlung hier an? In Stockholm, 1940. Der Krieg ist gerade ausgebrochen, Peter Weiß' Familie ist nach einer unglaublich langwierigen Emigrationsgeschichte, Potsdam, Bremen, Berlin, London, Warnsdorf, Prag, nach Schweden gekommen, haben sich in einer südschwedischen oder westschwedischen Provinz eingerichtet, da hat sein Vater jetzt die Textilfabrik wieder aufgebaut, aber der junge Peter, zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt, der hat sich von seinen Eltern befreit, möchte jetzt auf eigenen Beinen stehen, möchte in die Großstadt nach Stockholm und sich dort eine selbstständige Künstlerexistenz aufbauen. Der Roman ist autobiografisch, wie auch Abschied von den Eltern, allerdings bedeutet das nicht, dass er anhand von äußeren Geschehnissen entlang erzählt würde, sondern er erzählt von innen heraus, aus der Empfindung heraus und gleicht damit eigentlich einem psychologischen Bildungs- oder Entwicklungsroman im 19. Jahrhundert. Die Phase, die er beschreibt, also 1940 setzt er an, 1947 hört er auf, also er deckt 7 Jahre ab, ist natürlich eine extrem ereignisreiche Phase und eine Phase, die von starken persönlichen Krisen gekennzeichnet ist. Da wäre einmal der Krieg, der wie eine Bedrohung allgegenwärtig ist, weil man ja nicht weiß, ob nicht Schweden eventuell auch überfallen werden könnte, dann ist da gegen Ende des Krieges die Gewissheit, was mit den deutschen Juden in den KZs passiert ist. Peter Weiß besichtigt ein solches KZ. Eine Krise der Kunst, die sich daran anschließt. Was bleibt nach diesen Bildern eigentlich noch? Und ja, Peter Weiß sieht auch eine persönliche Schuld bei sich. Er ist Sohn eines jüdischen Vaters. Ihn hätte eigentlich das gleiche Schicksal treffen müssen. Nur ist er im Gegensatz zu vielen seiner Freunde dem entronnen. Und ganz unabhängig von dem politischen Zeitgeschehen ist es aber auch eine Identitätskrise, in die er stürzt. Man muss sich vorstellen, dieser Mann hat nirgendwo je Wurzeln geschlagen. Er hat mal ein paar Jahre hier, mal ein paar Jahre dort gelebt, ehe sein Vater mit seiner Fabrik wieder in eine andere Stadt gezogen ist oder die Familie vor den Nazis fliehen mussten. Deutsch ist vielleicht seine Muttersprache, zu der er dann auch wieder findet, nachdem er anfänglich versucht hat, auf Schwedisch zu schreiben. Aber die Sprache hat mit dem Lande, dem er aufgewachsen ist, im Grunde nichts mehr zu tun. Er ist kein Deutscher, er ist aber auch kein Schwede, obwohl er dann da ein halbes Jahrhundert in Stockholm leben wird. Aber er wird dort nie heimisch. Und diese Heimatlosigkeit, man kann den ganzen Roman als ein Buch über Heimat und Heimatlosigkeit lesen, genauso gut aber auch als einen Roman über den Krieg oder das Nazi-Regime oder die Schuld oder die Kunst in schweren Zeiten. Daran sieht man, glaube ich, wie komplex und dicht der Text gewoben ist. Also diese Unzugehörigkeit zu keiner Kultur, keinem Staat, keinem Volk, auch keiner Sprache, führt letztlich auch zu Identitätsverlust. Worüber definiert man sich, wenn nicht über seine Heimat? Peter Weiß versucht es über die Kunst, aber er hadert mit sich, es fällt ihm schwer, schöpferisch zu werden, zu produzieren, weil er innerlich so zerrissen ist und nicht die richtige Form findet. Und dann versinkt er in Zustände von Untätigkeit, depressive Zustände, heuert dann irgendwann als Waldarbeiter im tiefsten Norden, in den schwedischen Wäldern an, wo er unter prekären Verhältnissen schwerst Arbeit leisten muss, alles um sich von der Krankheit zu befreien, wie er schreibt, um aus dieser Lethargie herauszukommen. Und diese Heimatlosigkeit,
Die hat er wahrscheinlich mit seiner späteren Ehefrau teilen können. Die kommt in dem Text jetzt noch nicht vor, weil er sie, glaube ich, erst Anfang der 50er getroffen hat. Ich meine Gunilla Palm-Scherner Weiß. Ich habe sie vor einigen Tagen hier in Berlin auf dem Internationalen Literaturfestival getroffen. Eine Dame von 94 Jahren, die 28er Jahrgang, ja im Grunde das komplette oder fast das komplette 20. Jahrhundert überblickt. Und es war doch merkwürdig. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe eine Stellvertretersignatur von ihr bekommen. Von ihrem verstorbenen Ehemann. Das war ganz süß. Aber es war doch irgendwie surreal, in die Augen einer Frau zu blicken, die 30 Jahre lang in die Augen von Peter Weiß geblickt hat. Der für mich eine Figur des 20. Jahrhunderts ist. Ist er ja schließlich auch mit 66, glaube ich, gestorben an einem Herzinfarkt. Und sie wiederum war 12 Jahre jünger als er. So kommt das zustande. Aber trotzdem, das ist so ein bisschen gewesen, wie als hätte mir jemand gesagt, ich hätte Kolumbus noch persönlich gekannt. Sehr surreal. Nun gut, also zurück zum Text. Peter Weiß erzählt eigentlich von allem Möglichen, von Liebschaften, von Gesprächen mit Emigranten, die er führt, die eine ähnliche Erfahrung von Heimatverlust durchmachen mussten. Er erzählt, wie er Trost in der Literatur findet, Biografien anderer Künstler liest, um sich irgendwie da Rat zu erhoffen. Ja, wie sind andere da vorgegangen? Was mache ich persönlich falsch? Und er nennt auch immer mal wieder so Bestandsaufnahmen seines Bücherregals. Und das ist ganz interessant zu erfahren, was man damals gelesen hat. Also Knut Hamsun, ich habe es im letzten Video schon angedeutet, er ist so einer der präsentesten Autoren bei ihm, aber auch Hesses Steppenwolf, der ist immer bei ihm. Deshalb, weil er ja mit 20 Jahren, als er in Warnsdorf in einer Dachkammer gelebt hat und im Grunde keinen Kontakt zur Außenwelt hatte, völlig vereinsamt war, in seiner Verzweiflung einen Brief an Hermann Hesse geschrieben hat und Antwort erhalten hat. Und seitdem hat sich da so eine Freundschaft angebahnt. Er hat dann Hesse in Montagnola besucht, mehrfach, hat auch bei ihm gewohnt, Wochen, Monate lang. Und ich glaube, man kann den Briefwechsel sogar noch bei Suhrkamp einsehen. Und Rainer Maria Rilkes ermalte Lauritz Bricke ist zum Beispiel auch dabei, das ich ja hier auf dem Kanal besprochen habe. Also ist ganz interessant. Man würde ja meinen, damals hätte man eher Thomas Mann oder so gelesen. Ist offenbar nicht der Fall gewesen, nicht so stark wie heute. Gerade weil er von allem Möglichen erzählt, hätte ich mich unter anderen Umständen vielleicht gelangweilt, wenn das Buch nicht so geschrieben wäre, wie es nun mal geschrieben ist. Mir ist inzwischen klar geworden, Peter Weiß könnte genauso gut über die Kartoffelernte schreiben und ich würde das Buch verschlingen wie den neuesten Psychothriller von XY. Ich weiß nicht, welche Spezialzutat er seiner Literatur beimischt, dass sie mich so in Band zieht, aber hätte er den Text eingesprochen, ich hätte permanent an seinen Lippen gehangen und so klebte ich an den Zeilen und lauschte diesem wunderschönen Deutsch, dieser atemberaubenden Prosa, wobei, und das hat auch ein Kommentator von euch neulich mal geschrieben, stilistisch ist es etwas schwächer als Abschied von den Eltern. Das ist auch mein Eindruck gewesen. Also im Vergleich, und der Vergleich tut dem Buch wirklich nicht gut, weil wir hier zwei Meisterwerke von einem und denselben Autor vergleichen, aber im Vergleich ist es dann doch weniger bildorgiastisch und weniger funkensprühend, etwas, ja, sagen wir, zurückhaltender, ganzheitlich etwas zu nüchtern und ja, generell beschreibender. Aber natürlich trotzdem ganz stark. Es gibt da so einige Szenen, zum Beispiel die Szene, wo er bei den Waldarbeitern, bei den Holzfällern zusammenlebt und irgendwann merkt, ja, er ist anders veranlagt als die anderen. Man könnte es etwas abgehoben vielleicht eine Künstlerseele nennen. Also erstmal ist es harte Arbeit, Plackerei und er kann sich an die Situation nicht gewöhnen. Irgendwann tut er es aber doch und in dem Moment kommen die alten Gewohnheiten zurück. Er lässt sich Stift und Papier ordern, beginnt zu zeichnen, er lässt sich Bücher kommen, möchte wieder lesen und die anderen verstehen das nicht. Ja, was will er mit Büchern anfangen? Er fängt sich auch wieder an zu waschen. Und er sieht dieselben Dinge, die untergehende Sonne, den blendenden Nachthimmel, die Pferde mit ihren zottigen Mähnen, die sich durch meterhohen Schnee hindurchkämpfen. Und für ihn hat das alles einen Wert, der über den Gebrauchswert hinausgeht. Andere, die leben einfach mit den Dingen, die beurteilen die Dinge nach ihrem Zweck. Ne? Aber er hat so einen Schönheitssinn. Und interessanterweise, daraus schließt er zweierlei. Einmal, woher seine Depressionen kommen, auch wenn er das Wort Depression nie benutzt, eher sowas wie graue Sinnesstumpfheit. Und zweitens schlussfolgert er daraus seine Berufung, dass es seine Aufgabe sei, diese Dinge aufzuzeichnen, zu beobachten, sie sich anzueignen und eben in Literatur oder in Gemälde umzuwandeln. Und dann hat der Text noch eine wichtige Eigenschaft, die so Schreiblehrlingen an Schreibschulen, glaube ich, immer ganz gerne mal gelehrt werden. Das ist so die oberste Schreibregel. Show, don't tell. Zeig es, erklär es nicht. Wir wissen, dass Peter Weiß depressiv ist, auch wenn er es nie explizit
äußert. Wir wissen, dass irgendetwas nicht stimmt, wenn er stundenlang am Fenster steht und den Straßenverkehr draußen beobachtet. Wir wissen all das, ohne dass er mit dem Finger darauf zeigen müsste. Also in meinen Augen hat sich Peter Weiß mit diesem Roman in die große Ruhmeshalle der deutschen Nachkriegsliteratur eingeschrieben. Gebt ihm diesen Platz bitte, er steht ihm wirklich zu. Denn ich habe so ein wenig den Eindruck, dass hier wieder mal einer der ganz Großen zumindest so ein wenig droht, in Vergessenheit abzusacken. Und die Geschichte endet dann, Geschichte ist das falsche Wort, weil es keine in sich abgeschlossene Geschichte ist, sondern eher ein kontinuierlicher Prozess der Selbstfindung, der immer wieder neu ausgehandelt, ausgetragen, ausgefochten werden muss. Aber die Handlung endet dann mit einem glücklichen Ausgang, könnte man sagen, nach einer Paris-Reise, der aber immer unter Vorbehalt bei Peter Weiß ist und eher sowas wie eine Notlösung. In diesem Augenblick war der Krieg überwunden und die Jahre der Flucht waren überlebt. Ich konnte sprechen, konnte sagen, was ich sagen wollte. Und vielleicht hörte mir jemand zu, vielleicht würden andere zu mir sprechen und ich würde sie verstehen. Alles, was geschehen war, lag noch da. Doch wir konnten uns darüber äußern. Nichts mehr brauchte verborgen zu werden. Und ich konnte mir Papier kaufen, eine Feder, einen Zeichenstift, einen Pinsel und Bilder entstehen lassen, wann immer und wo immer ich wollte. An diesem Abend, im Frühjahr 1947, auf dem Seine-Dame in Paris, im Alter von 30 Jahren, sah ich, dass ich teilhaben konnte an einem Austausch von Gedanken, der ringsum stattfand, an kein Land gebunden.